Hinter uns ist jemand. Also ich habe da, glaube ich, gerade jemanden gesehen aus dem Augenwinkel. Was, da ist wirklich jemand? Oh, ihr beide. Psst. Habt ihr in der Gegend irgendwas Auffälliges gesehen? Irgendwas Kleines, Fliegendes oder ein entferntes Glitzern? Ja, ja, das haben wir. Ich wusste es. Sie müssen hier ganz in der Nähe sein. Ehrlich? Feen? Mehrere? Nicht nur eine? Ich muss das schnell bei mir dokumentieren. Ich wohne direkt da hinten. Kommt gerne vorbei, dann erkläre ich euch alles. Willkommen, willkommen in meinem Forschungslabor. Entschuldigung, dass ich euch so hängen lassen habe, aber ich bin gerade kurz vor dem Durchbruch, den Feenwald zu finden. Ja, meine Forschung hat ergeben, dass es nicht weit von hier eine ganze Kolonie von Feen gibt. Mein Lebenswerk ist es, eine hochkomplexe Maschine, mit der es möglich sein wird, große Feen aufzuspüren. Aber mir fehlt zur Vervollständigung noch Feenstaub. Und auf meine alten Tage kann ich nicht mehr so gut sehen. Könnt ihr mir helfen? Ich muss jetzt weiter an meiner Formel arbeiten. Danke für eure Hilfe. Jahrelange Forschung für diesen einen Moment. Das Feometer. Ich kann nicht glauben, dass ich es jetzt endlich in den Händen halte. Das ist das Feometer? Wir haben das Feometer! Hier, bitte gebt gut darauf Acht. Das Feometer sollte euch die Richtung zum Geheimversteck der Feen zeigen. Aber seid vorsichtig. Viel Erfolg. Sagt mir Bescheid, wenn es Probleme gibt. Werden wir, machen wir. Wir machen uns auf den Weg. Okay, 3, 2, 1 und... Ah! Au! Ah! Warte. Sprout ist groß. Du bist klein geworden. Sprout ist riesig. Sprout ist nicht klein geworden. Moment. Warte, ich bin klein geworden. Wir sind klein. Du bist winzig. Oh, du siehst so süß aus. Ach, du bist hier so klein Ihr wollt geworden. Also Feen werden, ja? ja, also vielleicht sind wir es schon. Ich meine, wir sind ja schließlich im Feenwald hier. Das ist ja niedlich. Ihr denkt wohl, ihr könnt einfach so eure Kräfte entdecken und das war's dann. Egal, wie mächtig ihr seid und wie viel ihr trainiert. Eure Kräfte werden niemals so stark werden wie meine. Hey, habt ihr schon gehört? Die letzte Essenz ist verschwunden, gerade eben. Ist sie jetzt auch weg, Ronja? Versuch mal zu fliegen. Ich kann nicht. Häng mich an. Ich kann nicht. Ja? Dreh dich mal um. Oh. Sir? Hi. Sind Sie zufällig Graf Nebulosus? Wenn ja, haben wir ein Hütchen mit Ihnen zu rupfen, Sir. Wir haben hier, So. Zwei waschechte Feen. Lasst mal sehen, was ihr drauf habt. Ah! Was? Nein! Oh mein Gott! Ronja, lauf! Nein! Aua! Oh Gott! Nein! Oh mein Gott. Warte, was war das? Oh, meine Beine. Au. Was riecht denn hier so? Meine Füße. Warte, ich riech die. Wie lange waren die da drin? Ronja, bist du da? Ja, geht's dir gut? Das sind deine Füße! Was? Ey, meine Füße sind frisch gewaschen und sauber. Nein, die riechen nach Holz. Nach Holz? Ja, du riechst nach Holz. Also, du riechst auch ganz schön holzig. Ich auch nach Holz. Ja. Jetzt los, wir haben ein bisschen mutiert. Ah! Leute, wenn ihr letzte Folge nicht geguckt habt, wir haben versucht gegen den Bösen, wie heißt der, Graf Nebulosus zu kämpfen und sind dabei kläglich gescheitert. Er hat uns mit seinem blöden Feuerballstab hier aus dem Fenster gestoßen und wir sind hier runtergefallen, waren bewusstlos und jetzt hier gerade... Hey, hast du mir gerade den Weg zugebaut? Nein, ich baue ihn dir gerade. Ah, okay, danke. Ich bin ganz nett zu dir, Ronja. Jetzt machen wir keine Vorwürfe. Entschuldigung, ich würde dir niemals Vorwürfe machen. Jedenfalls hat das leider überhaupt nicht gut geklappt. Falls ihr die Folge nicht geguckt habt, schaut bei der Easy vorbei. Ja, ich bin hier oben. Ich bin dir schon weit voraus. Aber du bist zurück. Wir dürfen nicht aufgeben, ja? Die Essenzen hängen davon ab. Die Feenwelt ist, ja? Ich meine, wir sind auf uns angewiesen. Ich finde, der würde schon aufgeben. Oh ja, gute Strategie. Okay, ich werfe einen Keks nach ihm, dann ist er abgelenkt. Ja, richtig gut. Okay. Da kann man eigentlich nichts mehr verbessern. Die Strategie ist perfekt. Also, wenn ich einen Keks vor mich geworfen kriegen würde, dann würde ich auch erstmal hingucken, oder? Ich würde auch erstmal, ja, stimmt. Und dann kannst du mit der Chilischote von hinten, bam. Warte, wir sind gleich oben, glaube ich. Ronja, okay. Traust du dich hoch? Warte, ich nehme mein Schwert in die Hand. Okay, du gehst vor. Nee, ich nehme den Keks in die Hand. Wir sind gleich da. Oh. Okay, ja, ich bin oben. Okay. Jetzt ganz ruhig. Jetzt erstmal. Nee, genau. Sitzt er da? Er sitzt noch da. Okay. Okay, aber ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Oh, warte mal, ist das Dr. Alfus? Oder was? Ist er einfach reingeflogen? Der hat ein Teleskop in der Hand. Pass auf. Warte, der verprügelt den mit dem Teleskop? Was? Warte, was? Mit einem Teleskop. Was? Oh mein Gott, was? Der hat gerade den Dings besiegt. Und der hat das Teleskop dahingestellt. Warte, hier müssen bestimmt auch die Essenzen sein, oder? Sind die das? Warte, Luftessenz, Wasser, Erde, ja, Feuer und der Feuerballstab. Oh mein Gott, jetzt erschießt ihn auf das Teleskop. Jetzt hat er die Festung eingenommen. Oh mein Gott, das ist ja... Das ist ein Teleskop, sag mal. Das ist...
Das ist die Waffe, die ultimative. Absolut. Vielen Dank, ihr super. Ja gut, dann müssen wir uns jetzt gar nicht mehr darum kümmern. Das ist ja... Okay, nice, let's go. Ab zurück ins Feendorf, oder? Yes. Warte, wir nehmen Dr. Eifus mit, oder? Auf geht's. So Leute, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Wir gehen jetzt zurück ins Feendorf, bringen Dr. Eifus hin, damit er endlich seinen Traum verwirklichen kann und eine Fee wird. Und ja, ich entschuldige mich für sämtliche Renderfehler. Ihr habt bestimmt das Finale schon gesehen. Wenn nicht, dann verlinke ich euch das jetzt hier oben in der Infokarte. Es tut mir sehr leid, aber wir hatten einen Renderfehler und deswegen wurde die ganze Kampfszene rausgeschnitten. Und dann waren alle in den Kommentaren so, hey, da fehlt doch ein Stück. Hier ist das Stück. Viel Spaß damit. Es tut mir leid, dass das Video so kurz ist. Das war's dann aber endgültig mit Minecraft Fairy. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Dann wissen wir, dass euch so Projekte gefallen und dass ihr noch sowas möchtet. Und ansonsten abonniert diesen Kanal, damit ihr keine neuen Videos und auch keine neuen Projekte mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und tschüss!